So Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Selfgame-Video hier an diesem Sonntagmorgen. Ich hoffe, euch geht's gut und heute geht's um die Karriere von Sören mit dem HSV. Ich verfolge diese Karriere schon etwas länger und ich kann euch sagen, es ist wirklich sehr packend, was da passiert ist. Er spielt in diesem super 4-4-2 oder auch 4-2-4-System, mit dem ich auch immer spiele, mit der hängenden Spitze. Deswegen wahrscheinlich auch so einen kleinen Kader nur. Wir schauen einfach mal rein und bin gespannt, wie da die Zahlen auch sind. Karriere. Na, gucken wir hier einfach mal drauf. Also, er ist seit dem 1.7.21 beim HSV. Ist auch der einzige Verein, wo er war oder bisher war. Hat 404 Spiele bestritten, 264 Spiele, 264 Siege errungen. 50 Unentschieden, 90 Niederlagen, 1055 Tore, 448 Gegentore bekommen. Das ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Erfahrung unglaublich. Vorstandsvertrauen 2025, Ruftaktiker. Startet bei den Medien Thema des Tages. Mensch. Lieblingsspieler ist Musiala, der aktuell immer noch bei den Bayern spielt. Hat er wahrscheinlich nie bekommen können. Wir wollen trotzdem erstmal weiter in der Karriere hier bleiben und uns auch die Titelgewinne jetzt endlich mal anschauen. Denn ja, seit 21 ist nicht so viel passiert. Also er musste schon so ein bisschen die Jahre über kämpfen auch. Hat immer wieder Finalspiele auch verloren und das war nicht einfach mit dem HSV. Deswegen kann man hier sehen, er hat zum Beispiel 26 die Europa Conference League gewonnen und 26 hat er auch mit Holland oder mit den Niederlanden die WM gewonnen, was auch sehr stark ist, finde ich. Muss man auch erstmal schaffen. Da gucken wir auch nochmal drauf danach. 27 konnte er dann den DFL Supercup gewinnen und das war schon echt ein toller Erfolg. Natürlich wollte er unbedingt auch die Meisterschaft, DFB-Pokal, ist ja logisch, ne? Man will dann auch immer mehr und ich weiß, so die letzten zwei Saisons, das war schon echt bitter, so immer gegen Bayern, gegen den BVB, die halt immer da oben standen. Vor allen Dingen auch der BVB halt, direkter Konkurrent. Und ja, es hat jetzt erst 29 geklappt mit dem Double. Also er hat die Meisterschaft und den DFB-Pokal geholt. Eine ganz starke Saison gespielt. Hat sich natürlich nochmal irgendwie auch verstärkt. Musste sich auch noch von dem einen oder anderen trennen. Aber es hat sich gelohnt, ne? Also es hat sich ausgezahlt. Natürlich, Geld ist genug da. Kann man ja auch sehen hier. Also an Geld sollte es nicht scheitern hier, ne? Aber Geld ist halt auch nicht immer alles, so, ne? Und ja, wir können gerne mal kurz hier kurz drauf schauen auf die einzelnen Spieler, auch was wir hier so von der Jugend vorfinden. Meslier, der Torhüter, kam von Leipzig zum Beispiel. Können wir mal einmal hier durchschauen und dann sehen wir mal, wo die denn alle herkamen. Simakan kam auch von Leipzig, Kaigi kam von Gladbach, Boca Juniors, Bernasser kennt natürlich auch jeder, denke ich mal, vom AC Mailand aus Italien. Da Silva, ein ganz starker zentraler Mittelfeldspieler, das ist Wahnsinn. Von Olympique Lyon, früh auch verpflichtet hier 2025. Fernando von Donetsk, Diaby von Leverkusen, auch ein starker Linksaußen natürlich. Madueke von Wolfsburg, also man kann schon sehen, er hat viele Transfers auch innerhalb der Liga getätigt, um vielleicht auch die Konkurrenten so ein bisschen zu schwächen, was auch gar nicht verkehrt ist, ne? Auch hier ein Fabio Silva von Leverkusen gekommen, Thomas von Sao Paulo, Costa von Sao Paulo, Amo von Brøndby, Kent von den Rangers, Köberer von Mainz, kommt aber aus der eigenen Jugend, das Megatalent hier, Wahnsinn, ne? Also was man hier sieht, krass. So, Brillant aus, ist das Frankreich? Ja, ist Frankreich, war mir gerade nicht sicher. Kera von Darmstadt, Boca Juniors, Baku und ja, also überwiegend halt wirklich Spieler aus der Jugend oder aus der eigenen Liga halt, aus der Bundesliga, ne? Aber das ist schlau, dass man Spieler aus der eigenen Liga verpflichtet, um einfach die anderen Vereine auch ein bisschen zu schwächen. Das ist eine Top-Mannschaft hier, der Kader ist nicht wirklich groß, aber es hat gereicht für das Double diese Saison und ja, für den Abgang. Also er hat den Verein jetzt, glaube ich, dann auch verlassen. Deswegen würde ich mich auch freuen, Sören, wenn du mir vielleicht deinen Spielstand nochmal schicken würdest mit deinem neuen Verein. Ich will das jetzt hier nicht verraten, wo du hingegangen bist. Ich hoffe, dass du das weiterspielst. Wir können nochmal kurz hier drauf schauen. Historie in den letzten Jahren, wo du gelandet bist. Also Aufstieg, dann 2023 Platz 9, Platz 10 und dann ging es hoch, Platz 6, Platz 4,
Platz 2 und dann war er nicht mal weit entfernt. Und dann kam wieder dieser Absturz. Wieder auf Platz 3 runter. Und dann hat er sich gesagt, nee, jetzt muss ich was tun. Hat sich nochmal verstärkt. Hat nochmal alles in die Waagschale geworfen. Wie man so schön sagt. Und hat dann wirklich in der letzten Saison das Double holen können. Ich glaube, in der Champions League ist er bis ins Finale gekommen. Hat das Finale dann verloren. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber eine unglaubliche Karriere, finde ich. Also richtig stark. Hat sich gut hier verabschiedet, finde ich. Und ja, da kann man nichts Schlechtes zu sagen, definitiv. Meisterschaft 29, letztes Mal 83, ne? Also schon Wahnsinn. Genau wie Pokal, ne? 87 das letzte Mal und jetzt 29 wieder. Ist schon krass. Wir wollten nochmal ganz kurz hier auf die Nationalelf schauen. Achso, ich glaube, das konnten wir auch hier machen, ne? Da können wir es auch sehen. Niederlande, genau. Seit 24 ist er dort. Oder war er dort? 95 Spiele, 68 Siege. Schon stark, ne? 8 Unentschieden, 19 Niederlagen, 249 Tore. Das geht klar, ey. Guck mal kurz hier auf die Mannschaft. Eigentlich auch eine ganz gute Mannschaft, ne? Wenige, die über 30 sind. Das finde ich immer gut. Also, ich denke, er setzt auch viel auf jüngere Spieler. Aber Malen mit einer 87, das ist ja schon echt stark, ne? Krass. Bei Dortmund 195 Spiele, 117 Tore. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall auch stark. Genau, ich glaube, mit den Niederlanden hat er alle drei Titel gewonnen. Genau, WM, Nations League und die Europameisterschaft. Also, was will man da mehr? Ganz ehrlich. Alles geholt, außer den ganz großen Titel. Außer den Europapokaltitel oder halt Champions League-Titel. Aber alles andere geholt. Kann man stolz drauf sein. Richtig geile Karriere hier mit dem HSV. Wenn ihr Bock habt, macht es nach. Wenn euch das hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video, meine Freunde. Bleibt gesund und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.